Da sind wir wieder, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Die wilden Abenteuer des Wilbalds gehen weiter. Wir befinden uns immer noch hier. Das ist diese Burg, die wir das letzte Mal erkundet haben, die so unglaublich groß und vielgeschossig ist, dass mein Orientierungssinn zu kollabieren drohte. Aber er ist es nicht. Ihm geht es noch gut. So, wir haben das letzte Mal so ein paar Abmachungen getroffen. Und zwar hatten wir gesagt, habt ihr genug Sound? Ja, ich glaube schon, wenn nicht, mache ich lauter. So, hatten wir gesagt, ich wollte hier draußen diesen Vorhof erkunden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der hier quasi begrenzt ist und dann kommt man da nicht drüber oder ob hier eine Lücke ist und dann komme ich so langsam aus der Burg raus und deswegen, ich habe ja kein, da, guck mal, da hinten ist eine Lücke, das sehe ich ja jetzt schon, da ist ein Loch in der Mauer, also gehen wir erstmal wieder zurück hier ins Haus, weil ich vergesse sonst alles und das wollen wir nicht. Ich habe jetzt schon, weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich alles machen muss. Hier haben wir ein Item gefunden und wir müssen mal erstmal hier die Laterne mal wieder. So. Und ich glaube, ich wollte nochmal hochgehen mit dem, das kann ich über das Bonfire auch machen. Beziehungsweise, ich muss ja gar nicht über das Bonfire reisen. Hier ist Sir Ansbach. Das war dieser Typ, der diese Bücher gelesen hatte. Und zwar war das... Boah, welches war nicht? Das Erdgeschoss war es nicht. Hinterer Bereich, Dachspeicher. Ich glaube, ich gehe mal... Wir gehen mal dahin. So, lass mich kurz gucken. Da oben in diesem, da waren wir teilweise schon und haben da ein bisschen aufgeräumt. Ich wollte, nee, da war das doch das andere. Nee, hier sind wir dann ja. Boah, hier ist so richtig Action. Ist hier nicht auch so ein Rot-Johnny irgendwo noch? Da, nee, warte. Ich dachte, hier wäre noch so ein Typ, der hier immer rumläuft. Guck mal, da hinten ist auch noch ein Item, sehe ich gerade. Dann war ich auf dieser Ebene noch gar nicht. Oder wie, oder was? Denke ich erstmal zu dem Item. Oder habe ich das übersehen? Ich dachte, hier kommt noch so ein Typ, der hier Patrouille läuft. Aber ist offensichtlich gar nicht so. Ich springe jetzt mal hier runter. Aber ich höre, dass sich hier irgendwas bewegt. Der Fahrstuhl fährt ja da unten vorbei. Guck mal, da ist ja auch so eine Treppe. Ich probiere jetzt einfach mal. Ja, den meinte ich. Oh, hey! Mega lame. Das ist einfach viermal dieses Rivers of Blood gespammt. Aber ist mir doch egal. Ich war auf dieser Ebene noch nicht. So, ich muss die Leute jetzt, die sehen jetzt friedlich aus. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal dabei seid, denkt ihr, oh, wieso musst du denn die armen, gequälten Geister hier, die wollen doch nur Bücher lesen. Nee. Kommen nämlich nachher und überlegen sich das nochmal anders und werden dann zur Waffe greifen oder was auch immer. Ein Zauberstab und dann fallen sie mir in den Rücken. Das mag ich nicht. Ja, I know there's an international audience right now because I am obviously one of the best Elden Ring players out there, and I know that there is plenty of potential when it comes to recruiting viewers outside of Germany, Austria and Switzerland. But I have to apologize, I only speak German this stream, because I feel that this is the best that I can do.
And so I stop right here, and you have to listen to me in German. I'm very sorry, but I always say the skill is speaking for itself. So if you want to see some skill, you can watch it anyway. Okay, da oben auf dem Gockel, da ist da so eine Köstlichkeit auf dem Rücken drauf. Wie komme ich auf den Gockel drauf? Von der anderen Seite, da muss ich... Alter, das ist ja... Wie riesig ist dieses Gebiet? Es ist unfassbar. Wer sich hier nicht verläuft, ist auf jeden Fall eine Maschine. Und kein Mensch mehr. Alle, die sich hier nicht verlaufen, mussten dringend einen Turing-Test machen. Weil das glaube ich einfach nicht, dass man sich hier nicht verlaufen kann. Nicht verlaufen kann, das ist... warte mal ganz kurz. Da war ich doch schon auf der Ebene, wo der steht. Den habe ich doch einfach runtergeschubst. Warte mal, oder war ich hier doch schon? Ich bin komplett lost. Hier war ich doch schon. Und hab den da rechts runtergeschubst. Ist doch sonst nichts mehr. Da ist eine Leiter, kam ich die hoch? Ey Leute, ich war hier doch schon. Ich kam... Diese Leiter kam ich hoch, glaube ich. Da habe ich die hier platt gemacht. Und bin ich dann hier raus und dann da hoch? Oder wie habe ich das gemacht? Habe ich das Item vielleicht einfach törichterweise übersehen? Weil ich dann da raus bin? Ach. Ja, come on, hier war ich doch schon. Dann hatte ich das einfach nur übersehen. Ha, dumm. Ja, it's skill. Ja, genau. Und hier bin ich hochgekommen. Ja, okay, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. I know. Aber es muss doch trotzdem eine Möglichkeit geben, noch auf die andere Seite zu kommen. Da springe ich dann einfach runter. Ja. Kommt man auf die Regale rauf? Nee, ne? Schade. So, pass auf. Dann machen wir das mal so. Oh, da ist auch ein Hebel. Genau. Was macht der denn hier? Ne, erstmal das Item nehmen. Wer weiß, was der Hebel... Was machen die denn da? Was, mit wem kämpft? Guck mal, der kämpft mit irgendwem. Aber nicht mit mir. Was ist das mit ihm denn los? Übt der oder halluziniert der? Man weiß es nicht. Ich mache jetzt diesen Hebel hier. Oh. Harry Potter hier, Hogwarts lässt grüßen. Das ist ja einfach so geil, wie das auch noch so nachwackelt. Oh Mann, ist das krass. Also dieser Ort hier ist einer der wahnwitzigsten Level, in denen ich jemals mich rumgetrieben habe, spielübergreifend. Da gehen wir natürlich jetzt gleich rauf, ist ja logisch. Guck mal, hier so ein kleiner Heini wieder. Ah. Ist meine Lampe nicht richtig an? Hab ich die nicht? Jetzt. Okay, da geht's hoch.
Was liest du da? Er steckte das Buch weg und griff zum Schwert. Und das war... Ey, 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 ey. Ach, schon wieder so ein Hanselmann. Oh, der ist sehr schnell. Oh, der ist leider sehr schnell. Oh. Au. Ah, nein. Dum, 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 dum. No, that was not so good. This was very greedy. Lektion 1, don't be greedy. No. Ah. Aber wir haben ja den Schalter schon geknipst. Deswegen müsste jetzt eigentlich das dann auch wieder unten sein. So, wir gehen jetzt. Ist der noch gedreht? Ja, das ist ja, bleibt ja gleich. So, Miste. Oh, ich will in die Giftwolke. So, wo ist mein Schatz da? Ja, das meine ich, ne? Die machen ja immer einen auf so, aber die sind richtig, richtig unfreundliche Menschen, sind es. Er auch. So, okay. Ey. Ja, wenn man in Kauf nimmt, ab und zu mal von ihm getroffen zu werden, dann geht das auch. Ach, du schon wieder. So, bevor ich da jetzt hochstampfe. Ah. Okay, da geht's wieder runter. Wir bleiben jetzt erstmal auf dieser... Ach, da ist ja noch so ein Rotboy. Oh. Genug Sound? Ich mach mal ein bisschen lauter, ich weiß nämlich nicht. By my lord, will I ever make sense of this jumble? Okay, ich muss sie jetzt offensichtlich umbringen. Was schade ist, weil die redet so wie so ein Mensch. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, dass sie... Okay, das war eine dumme Idee. Nee. Das finde ich kacke. Die hat 8-mal zugeschlagen. Okay. Nee, ich sollte nicht nach unten. Denn da. Nie dahin laufen, wo man noch nicht war. Wir wollen freundlich sein mit mir. Ah, lalala. Nein, dumm, 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 soll ich nicht? Nee, ich nehme alles zurück, was ich gerade getriggert habe. Juhu! Juhu! Juhu!
I told you, this is a skill channel number one. If you want to see raw skills, then you're right. Here. Oh, jetzt will mich hier der eine Kapellmeister hier auch noch. So. Ich dachte gerade, da oben ist noch irgendwas an der Decke, aber das ist ja nur, sind ja nur die sterblichen Überreste von Annette. Hier. Okay, warte. Nee, das lasse ich mal da. Oh, wow, warte mal kurz. Das ist ja noch niegelnagelneu. Und da ist irgendeine Gestalt auch noch. Du hast geredet! Ich dachte, das wäre die Rotgerobte. Das war nicht die Rotrobe. Du warst es. Du hast geredet. Oh. Hallo. Hi. Ja, ich bin Nils. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich hier irgendwas geben oder so. Ich habe jetzt 0 Flasks, ne? Also natürlich muss ich jetzt hier mal rasten. Ich stiefel mal ganz vorsichtig kurz weiter. Ich liebe dieses, das sieht einfach alles so nice aus. Das ist ein großartiges Level. So, was ist mit dem Pony hier? Da ist das Item. Oh. Hallo. Das ist ja einfach nur fantastisch. Was ich haben will, nö, ne? Okay, also dann ist hier oben nichts weiter. Dann ist es, glaube ich, doch ganz gut, wenn wir jetzt nochmal rasten, Flasks auffüllen. Und ich kann vielleicht meine Shadow-Kraft erhöhen. So ist es. Beide? Guck mal. Stark! Stufe 6. Wenn das nicht geil ist. So, lass mich mal kurz gucken. Wir haben ja auch ein bisschen Geld jetzt. 147.000. Ich glaube, wir brauchen knapp 200.000 für ein Level-Up. So sieht das aus. Das heißt, wir müssen jetzt 23.550 Mark noch aus meinen Vorräten rauspressen. Und wir kriegen doch mit dieser 50.000 Mark. Dann machen wir das doch mal. So, dann nehmen wir als nächstes einen kleineren Happen. Was haben wir? 107, vielleicht reichen auch 3.800. Ja. 2.500. Was haben wir denn hier? 800. Was hatte ich jetzt gesagt? Ist ja eigentlich total egal, ne? Lass uns nochmal 3.000 nehmen und dann... So, pass auf. Nehmen wir mal den hier. 2.664, aber ich bin ja eh schon ganz woanders. So, und jetzt noch eine total, weiß ich auch nicht mehr, eine Tausender. Reicht das? Das ist schon zu viel. So, jetzt nehmen wir mal eine. Komm. Reicht das schon? Ich glaube, das reicht. Oder. Nö.
brauche ich noch 250. Na toll. Das ist jetzt wirklich eine Punktlandung. Dann nehmen wir mal wieder Geschick. So, okay. Gut. Dann haben wir jetzt nämlich nichts mehr zu verlieren, das mag ich. So, da ist der Boy, der ist auch immer sehr gewieft. Ich will jetzt aber gar nicht mich mit irgendjemandem anlegen. Ich wollte eigentlich direkt... Warte mal, hatte ich mir das Item nicht gemobst? Nee, da bin ich gar nicht mehr reingegangen. Oh, fürchterlich, oh, fürchterlich. Kann ich jetzt einfach weglaufen? Haben wir beide irgendwie... Guck mal, wie wir uns hier abtasten. Wir müssen nicht kämpfen, das ist cool mit mir. Da ist der Aufgang. Das heißt, ich laufe jetzt einfach dahin, schnapp mir das Item und dann gehe ich weg. Ich kämpfe nicht nochmal gegen den. Nein, da ist ja noch einer. Den habe ich ganz vergessen. Au! 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 Jauzi! Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah! Ah! Wuhu! So, haha, seht ihr, was wollt ihr jetzt tun? Ihr traut euch hier gar nicht rüber, weil ihr nicht hüpfen könnt. Ihr seid sehr schlecht in diesem Spiel. Guck mal, da sind sie. Ah, Mist, kann man nichts machen, ich bin so sauer. Ich hau das Möbeljahr um. Übrigens, vielen Dank an Jenny. Vielen Dank für den Support, Jenny, Terry, Toby. Mighty Mary, Komidoro, Klask, Jörg. Vielen Dank, seid ihr noch alle da? Ich habe ein bisschen vergessen vorzulesen. So, okay. Uns geht's gut, die Gegner ziehen sich zurück. Sie sehen ein, gegen so viel Tollkühnheit haben sie keine Chance. Was? Die sind immer noch, machen immer... Guck mal, der ist immer noch richtig stinkig. Der ist immer noch richtig, richtig sauer. Macht alles kaputt. Jetzt mal den Sitz da. Ja, guck mal hier. Oh, wie konnte das passieren? Wie konnte er mir entwischen? Mist! So, oh, ich bin so richtig sauer. Oh, ich mache hier alles kaputt, einfach weil ich so unfassbar sauer über meine eigene Inkompetenz bin. Oh, bin ich sauer. Jetzt gehe ich nach Hause und esse serbische Bohnensuppe. Oh. Tschüss. Ja, also wir gucken uns hier in der Zwischenzeit mal diese Tiere an hier. Was ist das eigentlich alles für ein behuftes Scheusal? Obwohl die, vielleicht sind die auch super friedlich und freundlich. So, pass auf. Ich komme doch easy peasy darauf. Ich kenne mich doch. Also mein Plan wäre jetzt hier raufspringen und dann mal gucken, wohin die Reise mich führt. Auf dem Rücken der Pferde. Ach, sie schon wieder. Okay. Alter, der ist immer noch am Rumwüten da. Der hört, der findet kein Ende. Der ist so sauer. Gibt's hier noch eine andere Möglichkeit? An diesem Gestänge entlang. So, ja. Also ich hätte schon die Idee, dass man da jetzt raufhüpfen kann. Die Frage ist, ab wo falle ich runter? Das Pferd wird ja nicht umsonst hier stehen. Schritt für Schritt. Geronimo! Okay. Alles klar. Wo sind wir hier gelandet? By my lord, will I ever make sense of this jumbo? Gibt's hier irgendwo eine Secret?
Also was mich manchmal irre macht, ist die Schränke. Da, manchmal hat man wirklich das Gefühl, okay, dieser Schrank muss bewegbar sein. Hier auch, guck mal, der ist weiter von der Wand weg als der andere. Warum? Also, aber offensichtlich ist das nicht so, dass man die hier, auch der hier. Wer stellt denn diesen Exponatenschrank da direkt vor diese Schriftrollen? Da kommt man, das kann doch nicht der dauerhafte Aufenthaltsort dieses Mobiliars sein. Da muss doch ab und zu mal an diese Papyrusrollen ran, wenn man was nachschlagen will. Wer hat das denn zu verantworten? Na gut. Gehen wir gleich mal da weiter. Ansonsten. Kommt man noch irgendwo anderes hin? Na, wir gehen erstmal da durch jetzt. Da war einfach ein schlechter Innenarchitekt am Werk, ja. Vielleicht. Okay, hier kann man sich droppen lassen. Ah, da sind wieder diese Fledermäuse. Was ist das? Oh, das ist ja geil. Sind das so Bestattungsboote? Es gibt ja Kulturen, in denen werden gefallene Krieger auf Booten bestattet, verbrannt. Ist das vielleicht so etwas? Ich weiß es nicht. Ist das eine dauerhafte Bestattungssituation? Sie muss hier irgendwo in der Ecke sein. Okay. Waren wir nicht hier auch schon mal? Nee. Halt überhaupt nicht. Ich würde ja nie im Leben so ein Item da liegen lassen. Was mache ich mit Mesmers Glut? Die würde ich doch auch gerne nochmal verwenden. Es juckt mich ja so ein bisschen den Bogen rauszuholen und diese Rotgerobten ein bisschen zu provozieren. So, hier hat jemand dicke Steintafeln. Ist das vielleicht die andere Seite? Weil sie saß ja auch vor so Steintafeln. Eventuell ist sie auf der anderen Seite. Ja. Ich glaube, die sitzt direkt hier auf der anderen Seite. So, und was haben wir jetzt hier? Hallo. Okay, alles klar. Wie viel... Warte mal, jetzt hör doch mal auf, ey. Das ist ja einfach komplett... Warte, ich komm noch mal rein. Wir machen das noch mal neu. Ich hätte mir mein Anti-Feuer-Talisman gerne noch mal angezogen. Aber ich glaube... Na? Ich habe Angst, dass sie jetzt hier reinkommt. Nee, ich kann nicht machen. Okay, einfach, okay. Ich wollte gar nicht sterben. Das war wieder einfach so richtig dumm. Aber ist nicht so schlimm. Ich renne da jetzt direkt hin und mach ihn platt. Ich habe jetzt gar keinen Respekt mehr vor dem. Ey! Ich habe keinen Respekt mehr vor dem. Achso, warte. Ich wollte mal kurz... Wenn du jetzt für einen Moment mal so nett sein kannst. Ich habe doch diesen schönen Feuertalisman.
setze ich jetzt mal kurz. So. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Knallhart. Oh, Alter. Okay. Okay. Also der hat ja, man muss sagen, der hat schon leichte Endboss-Vibes, der Typ. Okay, den muss ich ernst nehmen. Ab jetzt nehme ich den ernst. Ich überlege, ob ich den parryen soll, aber die Feuersachen kann man nicht parryen. Der ist auch schon recht schnell. Der hat schon Power, der Typ. Aber er ist nicht in die Riege der Endbosse aufgestiegen. Was ist das eigentlich für ein Lümmel? Wie wollen wir am besten an ihn rangehen? Der ist ja feuerbeladen, also vielleicht sollten wir mal wirklich unser Frostboy rausholen. Statt des Holy Dings, warte mal. Wo habe ich dich denn? Wo bist du? Wo hab ich den denn? Machen wir einfach mal. Da. So. Probieren wir das doch mal. Hi, it's me. I'm back again. Hi. Okay, ich einfach den ersten. Das ist ja so dumm. Können wir denn einmal ganz kurz jetzt. Dankeschön. Oh, ich bin zu fett. Oh nein, ich hab. Ich bin fett, ich hab ein Fettroll. Scheiße. Ich hab eine fucking Fettroll. Also, ich bin einfach leichtes. Ah! Ihr habt eine Fettroll! Ich bin schon so gut wie tot. Okay, ich muss jetzt einfach knallhart in den Innenkampf rein. Und ich höre jetzt auf mich zu heilen. Was soll ich denn machen? Ja, das war nicht gut. Aber die Waffe ist super. Er mag Eis gar nicht leiden. Und ich werde jetzt nur mal zusehen, dass ich ein bisschen mich schlanker mache. Und dann ist das ja auch gar kein Problem. So, was legen wir denn am ehesten mal ab? Wir haben gar nicht so ein großes Gewichtsproblem, glaube ich. Ja, jetzt reicht das schon. Guck mal. Ja. Ja. Hi Leute, it's me. Hello, it's me. I was wondering if after all this. Yes, you'd like to meet. Heilen ist hier ein massives Problem. Mag ich nicht in diesem Kampf. Ist Heilen keine gute Idee. Ich sollte einfach gar keinen Schaden nehmen. Dann muss ich mich auch nicht heilen.
Was halten wir denn davon? Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich an euch vorbeilaufen? Ich habe gar kein Interesse an euch und euren... Mann! Ich habe euch doch jetzt schon... Meine Güte, weh, die kommen jetzt noch hinterher gelaufen. Der geflügelte Helm. Was kann der? Also die machen ja schon Spaß, wenn man sich auf die einlässt. So, jetzt gucken wir uns mal in Ruhe um. Erstmal hat hier so eine heilige Flamme hier. Da ist noch ein Item, also da war ich auch noch nicht. Chiara! Die zweitbeste Street Fighter 6 Spielerin der Welt. Wer mag der Beste sein? Das weiß man nicht, das Lied ist noch nicht zu Ende geschrieben. Schön, dass ihr da seid, vielen Dank für den Raid, Chiara. Hallo, hallo, wir haben gerade einen sehr coolen Gegner bei Elden Ring gelegt. Den habt ihr jetzt leider übersehen. Schade. Der war echt cool. Da geht's auch noch weiter. Und hier geht's weiter. Ich habe vorhin gesehen, was ihr gezockt habt. Und zwar... Fast First Try, ja. Nicht ganz First Try. Was habt ihr gerade... Warte, ich weiß, was du gespielt hast. Ich habe das doch vorhin gesehen, als ich meinen Stream eingestellt habe. Ich habe es aber vergessen. Oh, geil. Da. Schönes Item. Dungeon Crawler. Ja, aber du hast, das hatte Sinn. Ne, egal, ich hab vergessen. Ich akzeptiere einfach, was du sagst. So, bevor ich jetzt da hochwandere, man weiß ja immer nicht, was ist denn jetzt der bessere Weg? Erstmal gehen wir hier lang. So, du hast mich gerade hier, ich weiß genau, dass du mich angreifst, wenn ich dich leben lassen will. Achso, warte. Hier bin ich schon reingegangen. Genau, das haben wir uns schon angeguckt. Ja, alles klar. So, dann gehen wir natürlich da oben weiter. Also dieses Level, in dem wir gerade sind, an alle Leute, die von Chiara noch da sind. Ich weiß ja nicht, Chiara, ob du das hier kennst, aber das Level ist so geil. Also das ist einfach wunderschön, total verwinkelt. Oh, guck mal hier. Das ist halt so eine Art Gelehrtenburg. Überall sind Schriftrollen und Bücher, Steintafeln und gelehrte Geister, die die ganze Zeit... Ich kann ja eigentlich mich auch direkt hier mal hinsetzen. Irgendwas studieren und versuchen, schlau zu werden aus irgendwas. So, jetzt ist die Frage, ob ich... Habe ich nicht auch vielleicht, wenn ich jetzt schon in dieser Aufmachung rumlaufe... irgendeine Rune, die mir Frostschaden erhöht. Was ist denn... Gibt's wahrscheinlich auch, oder? Habe ich aber nicht.
Sowas, ne? Nur halt mit Eis. Stärkt Feuerangriffe, stärkt Blitzangriffe, stärkt heilige Angriffe. Natürlich kein Eis. Haben wir nicht. Schade. Was geht? Bei wem ist er? Weiß ich nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Vor irgendeiner Tür. Ist da was hinter? Wir werden sehen. Also es kann natürlich sein, dass dieser rote Roben Ronald hier irgendeinen Boss bewacht hat, so als Leibwächter, möglicherweise. Eis gleich Magie? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, ob... Nee, Magie ist ein anderer Angriff. Eis müsste eine eigene Kategorie sein. Ich weiß ja nicht, was dahinter ist, aber ich werde jetzt erstmal das Feuerding wieder austauschen und... Ja, wir können natürlich auch das machen. Weil wenn ich jetzt das Eis-Katana spiele, kann ich auch mein Ausrüstungsgewicht erhöhen und meine Ausrüstung wieder verbessern. Dann habe ich natürlich wieder mehr Schutz gegen... ich weiß überhaupt nicht, was da jetzt kommt. Ich mache jetzt mal das hier. Ist ein bisschen mit Umbauarbeiten verbunden. Ich wollte mir auch sowieso die neue Maske da mal angucken. Diese hier, was kann die denn? Die nicht irgendein... Verbessert Feuerrittertalente. Feuerritter? Was ist ein Feuerritter? Also sind das einfach Feuerangriffe? Ist ein Feuerritter jemand, der pyromantiert? Das weiß ich nicht. Aber mit dem dazu gewonnenen Gewicht können wir jetzt ja auch machen wir mal nach Schadensresistenz. So können wir zum Beispiel, ja, das dicke Ding ist nämlich nicht so schlecht. Das ist schon das zweitbeste. Ja, es bringt ehrlich gesagt dafür, dass es 8 Kilogramm mehr wiegt, ist jetzt der Schadens... Die Schadensresistenz finde ich jetzt nicht so viel besser. Für so einen riesigen Unterschied. Also diese Schuppenrüstung ist schon nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, was das beste Gewichts-Schadensreduktionsverhältnis ist. Vielleicht ist diese Rüstung auch noch besser, aber die scheint mir schon mal... Die ist nicht so schlecht. Das ist eine Kriegsasche. Ah, okay. Naja, können wir das eigentlich auch anlassen. Und dann kann ich den hier auch gegen was Besseres nur austauschen. Zum Beispiel das oder maximale... was haben wir denn noch? Das hier. Was erhöht das denn? Weisheit... Arkan, 5 auf Arkan. Das gibt mir noch auf Geschick einiges. Und Kondition. Kraft auch ein bisschen. Ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich schon ein bisschen besser dann für uns. 5 auf Geschick. Ja, das Problem mit den Wundsiegeln ist, man nimmt dann auch deutlich mehr Schaden. Ne? Das ist natürlich, je nachdem, wenn man halt... Pass auf. Das ist besser, ne? Das ist auch nur plus 2. Ich mach das jetzt mal eben so. Es gibt einen Talisman, der Zweihandwaffen verstärkt. Echt? Ist jetzt ein Boss? Das sieht aus wie ein Boss. Oh, zumindest ist da direkt vorher eine Gnade. Ich hasse das, wenn man vor Bossen ständig noch unnötige Wege laufen muss.
Mongrel Intruder. Oh, eine Schlange? Traurig, erzähle. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Das ist sehr episch. Grace of Mesmer's flame. Okay, ich hätte das Flammending, dringend drin lassen müssen. Okay, alles klar. Du explodierst, gut zu wissen. Warte mal bitte, Sekunde. Nur eine Sekunde. Okay, ich überlege, ob ich den... Also das Eisding ist ja eigentlich schon gut. Ich überlege, ob ich da jetzt mal parryen will, aber kann ich nicht, weil ich nicht genug Stärke habe, um den einhändig zu führen. Aber das Ganze, was ich gerade... Das war alles völliger Quatsch. Ich lasse einfach das wieder drin. Und den Rest lasse ich aber, glaube ich, so. Ich könnte auch wechseln und immer zwischen Eis und Blut wechseln. Dann wäre das aber, glaube ich, eher... Ah ne, das ist in der falschen Hand. Bis hierhin. So, wir machen. Wo bist du? Da. Ah ne, ja, okay, so könnten wir blocken. Aber dann kann ich natürlich meinen Special-Angriff nicht machen. Egal. Können wir mal ein bisschen rumprobieren. Okay. Dann gehen wir mal rein. Na, kam ich nicht rechtzeitig weg. Ja, okay. In einer kleinen Heilfalle. In the embrace of Mesmer's flame. Die Schlange, die ihm da aus dem Kittel hervorlugt. Wo hat die ihren Anfang? Okay. Also. Okay. Ich bleib mal dabei. Ah, zu früh. Ja.
Alter Schwede, ey. Haben wir nicht gerade diese Renala da besiegt und gedacht, geil? Ah, zumindest der Weg ist schön kurz. Ah, Tick zu früh. Ich muss die zweite Rolle etwas später ansetzen. Ja, okay. Hahaha, jetzt verbrennt er mich. Alter Schwede, macht so einen Schaschlik aus mir. Wir machen das jetzt Stück für Stück. Das erste ist natürlich der erste Angriff. Rollen und dann darf man dem Impuls nicht nachgeben, direkt die zweite Rolle zu machen, sondern ich muss zwischen der ersten und der zweiten Rolle eine halbe Sekunde Zeit lassen, sonst wird das nichts. Roll und Roll. Ja, genau so. Ah, diese verzögerte Nerv. Oh, okay, das war so ein Pfeil. In the embrace of Mesmer's flame. Also das Eisding ist natürlich eigentlich schon, glaube ich, die richtige Herangehensweise vom Element her. Er hat ja auch ein bisschen Eisschaden dann gerade genommen. Früh wieder, das war der Fehler, den ich eben schon gemacht hatte. Ist nicht schlimm. Okay, das ist eine Vierer-Kombo. Okay, der zieht richtig ab. Okay, das war's. Also, wenn man Schaden genommen hat, ist natürlich der erste Impuls immer wegzulaufen, Distanz aufzubauen und sich so schnell wie möglich zu heilen. Aber bei ganz vielen Bossen, je später im Spiel man ist, also je später in diesen Souls-Titeln man ist, desto härter wird es bestraft. Ich muss einfach an ihm dranbleiben und das Fenster, was ich dann nutzen würde, um zu schlagen, das muss ich nutzen, um zu heilen. Und ansonsten darf ich gar nicht irgendeine Distanz aufbauen.
der Vierfache. Das war dumm. Ja, das war der Fehler. Ah, das war dumm. Das war der Vierfache wieder. Ich mache relativ wenig Schaden. Da fehlen ein paar Stufen von den Baumsplittern. Ab Stufe 10 gibt es einen merklichen Effekt, was Schaden austeilen als auch Einstecken angeht. Ja, also ich werde den jetzt noch ein bisschen so studieren, weil mir das Spaß macht, darauf zu achten, was der so macht. Aber ich glaube, es ist durchaus nicht abwegig festzustellen, dass wir vielleicht ein bisschen under-equipped sind. Aber ich habe trotzdem gerade noch ein bisschen Bock einfach. Wollte ich gar nicht rollen. Okay, also der ist natürlich brutal. Ich mache sehr wenig Schaden. Und wenn ich getroffen werde, ist im Prinzip die Hälfte des Lebensbalkens weg. Da hilft es natürlich, dass jemand wie Baumfrosch und auch Fischkutter Willi einfach ihren Support hier hinterlegen. Kombo wieder. Hat er gerade überhaupt Frostschaden genommen? Wir gehen noch ein paar Mal rein. Das wird jetzt nicht so ein Ding wie bei Renala, dass ich eine ganze Folge jetzt beratungsresistent gegen den anderen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Lust, mir den so anzugucken. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass ich erstmal noch woanders hingehen sollte. Weil der scheint mir wirklich krass zu sein. Okay, das habe ich komplett verkackt, das war dumm. Ich bin in seinen Dolch da reingerollt. War zu früh leider. Das ist das, da hab ich in ihn reingehört. Jetzt röstet er mich. Ja, also mein Stampfi-Stampf scheint mir jetzt auch nicht so besonders
hilfreich zu sein gegen den. Ich frage mich gerade, ob ich einfach just for fun, wir haben jetzt ja wirklich nichts zu verlieren, ob ich mal versuchen sollte, ihn zu blocken. Ich habe einfach Bock, das mal zu probieren. Meint ihr, man kann den ersten schon parryen, den, oder? Sagt er, will parryen, rollt nur. Der ist zu, ich glaube, der ist zu schnell zum Parryen. In the embrace of Mesmer's flame. Ich glaube, der ist zu schnell. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist mit dem Parry. Warte mal ganz kurz, der hat einfach den kompletten Boden gerade in Feuer getaucht. Wir sind uns schon einig, dass das frech ist, oder? Der kann doch nicht einfach den ganzen Boden in Feuer tauchen. Wo ich da gerade um ihn rum tanze. Ich gehe noch, pass auf. Wir haben keinen Stress, ne? Wir sind ganz entspannt. Wir gehen noch ein bisschen rein. Ich verspreche euch, ich werde diesmal keine Nils dreht durch, weil er so stur ist, dass er diesen Boss unbedingt jetzt sofort machen will. Das wird nicht passieren. Ich gehe jetzt nicht 5 Stunden da rein. Aber wir werden hier noch ein paar Mal gegen ihn spielen, einfach weil ich Bock habe. Welche Fragmentstufe habe ich? 6. Fragmentstufe 6. Und wir haben ja immer noch sehr viel zu entdecken hier, ne? Also, allein der Hinterhof, da waren wir ja noch nicht drin. Warte, warte, noch eine? Was denn? Ah, das ist der Verzögerte. Okay, der ist wirklich krass. In the embrace of Mesmer's flame. Oh Gott.
Ich habe harte Renala-Vibes. Ich muss mehr Schaden machen. Ich mache zu wenig Schaden. Da muss ich einfach hinter ihm bleiben. Kann ich beim vierten vielleicht hinter ihn gehen und dann den Ice Storm machen? Merkt man, dass der Melanias Bruder ist? Ja, auf jeden Fall, so benimmt er sich. Schnelle. 2, 3, Eis. 1, 2. 1, 2. Und 4. Ich gebe dir ein. 1, 2. 1, 2. Ja, okay. Aber zumindest einmal ein bisschen Schaden bekommen. Also, was ich auch noch gar nicht gemacht habe, ist diese Gewürzmischung. Wir können ja mal gucken, was wir da noch so haben. Der Ice Storm sieht nicht so vielversprechend aus. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe auch keine bessere Eiswaffe. Das ich weiß nicht, ob ich da irgendwas... Warte mal, was haben wir denn? Welche ist denn eigentlich besser? Resistenz. Das hier, ne? Verstärkt. Ah, ne, verstärkt Feuerangriff ist Quatsch. Auch hier wieder. Ich habe die drei, aber nicht das Eisding. Wo ist das Eisding? Das könnte ich eigentlich mal holen, oder? Das ist doch Quatsch. Ich habe magische... Ich habe euch alle bis auf Eis. Oder gibt es das nicht mit Eis? Ist Magie ist Eis? Okay. Eis gibt es gar nicht. Okay, das Eis ist dann auf Magie, ja? Okay. Was habe ich denn so für Aschen? Froststampfen bringt ja nicht so viel. Frostnebel ist besser, oder? So, und welchen nehmen wir raus? Löst Frost aus? Warte mal. Magisch. Ist das dann Frost? Magisch, Feuer, Blitz, heilig, kritisch. Ist in dem Fall magisch gleichzusetzen mit Frost? Wir wollen ja eigentlich im Idealfall, dass sie mit Gestar... Das ist auch ja, Geschicklichkeit B. Solide ist nicht schlecht, weil wir ein Geschicklichkeitsbild haben, dann machen wir mehr Schaden. Also wir könnten auf solide gehen. Oder wir gehen auf eisig. Was meint ihr, solide oder eisig? Da haben wir Magie, ach so, da haben wir Magie dann auch 0, das ist ja gut. Da hätten wir dann
630 ungefähr und 400. Ja. Magisch und Frost skaliere mit Intelligence. Isaac ist Frost. Ja, wir haben natürlich Arkan, haben wir viel. Eis ist Magie und Scaled mit Weisheit. Ja, okay, wir haben natürlich keine Weisheit. Wir haben nur Arkan. Und die kann man auch nirgendwo raufsetzen. Also dann ist wahrscheinlich solide das Beste, oder? Wertig macht doch deutlich weniger Schaden. Wie kommst du auf wertig? Ich habe keine Strengths, genau. Also ich würde mal auf solide jetzt gehen. Und wir probieren mal ein bisschen rum. Und ich könnte jetzt ja auch... Oh, warte, wie habe ich das noch gemacht? So, ich nehme mal die Träne nochmal. Ah, ich bin in seine Hand reingerollt. Komplett in die Hand reingerollt. Aber das ist auf jeden Fall besser als diese Stomp-Attacke. Warum kein Bleed? Ja, ehrlich gesagt habe ich gedacht, weil der Typ aus Feuer ist. Und direkt Frostnebel, ja. Irgendwie habe ich gedacht, der muss ja anfällig sein gegen Feuer. Vielleicht ist es aber auch Quatsch. Alter, sie hat mich noch gekitzelt. Ah, die Geschichte jetzt schon wieder. Oh, ist das gemein. Aus irgendeinem Grund lebe ich noch, das wird nicht lange an sich halten. Okay. Aber wir machen ihm schon mehr Schaden, diese Frostgeschichte ist gut. Wie viele Stunden zocke ich das, den DLC schon? Fragt Young Indigo. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jetzt nicht die Zeit gestoppt. Das ist immer der Verzögerte. Okay, dumm. Okay, das war dumm. Alter, bist du eigentlich irre? Was ist das denn, ey? Sobald man den ein bisschen ärgert oder er den feuchten Atem aus der Kehle keucht, dreht er halt einfach komplett durch und sagt sich, ja, nee, vergiss es. Du hast mir jetzt wehgetan. Jetzt beende ich das Spiel. Das ist krass. Oh Gott, den zweiten fresse ich immer. Okay, warte mal, was mache ich? Laufe ich dann am besten weg, oder was? In the embrace of Mesmer's flame. Oder muss ich versuchen, ich muss wahrscheinlich erstmal ruhig bleiben. Aber das ist ja völlig absurd. Also das macht er ja, sobald ich diesen Frostnebel mache. Das Problem mit dem Schild ist, ich kann halt nicht einhändig spielen mit dem Typ hier. Oh fuck, das war dumm. Jetzt bin ich komplett ein bisschen raus. Ja,
Ja, okay. Also, ich überlege, wenn ich jetzt... Ich könnte auch versuchen, ein schweres Schild zu nehmen und zu blocken, ne? Aber ich... Wenn ich jetzt mal statt diesem Ding so ein richtig fettes nehme... Kann ich alle nicht tragen, by the way? Also alles von der Stärke her kann ich vergessen. Kann ich nur so Lamo-Shields nehmen? Selbst das Schildkrötenschild darf ich nicht vernünftig nutzen. Na, guck mal, das bringt mir ja gar nichts. Messing-Schild plus 25, ja. So eins hier einfach, oder was? Also das erste, was wir wirklich nutzen können, ist das hier. Das Messing-Schild. Abwehrschadensresistenz ist gegen Feuer 59. Ansonsten vielleicht wenigstens das Turtle-Shield auf den Rücken packen. Für bessere Ausdauerregeneration. Ja, das könnte man machen. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich muss dann ja auch immer wieder wechseln. Ich kann die Waffe nicht einhändig führen. Ich brauche mehr Stärke. Welches gibt mir auf Ausdauer? Ich dachte dieses hier. Habe ich das überhaupt? Warte mal, das hier. Nee, das ist die Ameisen-Schildschlag. Ist es das hier? Was ist das schon? Wenn ich das jetzt auf den Rücken packe, was dann? Bin ich... Ja, ich habe eine schwere Last. Mittlere Last. Wo muss ich das raufsetzen, damit das in der Mitte ist? Kannst du deine Resistenzen noch buffen mit dem Talisman? Linke Hand zweihändig. Okay, warte mal. So, genau, so war das. Okay, wir gehen jetzt nochmal rein. Ich esse jetzt nochmal meine Träne hier. So, okay. Ja, dass ich einfach immer in den reinfalle. Alter, ich roll in seinen Schaschlik. Okay, das ist ja Instant Death. Das ist ja einfach komplett lame. Ich guck mal, ob ich noch eine andere Rüstung ausrüsten kann. Wenn ich jetzt das Schild rausnehme. Und... Sind wir bei mittlerer Last? Die sind auch ganz gut gegen Feuer. Okay. Die
die goldenen Beine. Perry wäre auch eine Idee. Ja, ich habe überlegt, ob ich Perry machen soll. Aber... Ah, da bin ich original etwas zu spät gekommen. Das ist komplett dumm für meinen gesamten Plan. Ja, okay, mein Plan ist schon hinüber. Lass mich direkt... Also mein Plan steht und fällt schon mit dem ersten Angriff. Wenn ich den verkacke, dann kriege ich mein Eishauch nicht richtig hin. Das ignorieren wir jetzt mal eben. Also. Der erste muss sitzen. Sonst ist alles für die Katz. Oh Gott, ich war außerdem einhändig. Okay, der kommt mir einfach komplett knallert hinterher. Schaffst du! Ja, das ist meine Nemesis dazu. Ja, die verzögerte war meine Nemesis. Aber okay, da haben wir. Warum ist Mesmer eigentlich so wütend? Ich habe keine Ahnung. Wir machen noch ein bisschen. Wir sind ganz entspannt. Ich habe meine Verbissenheit verloren. Also bei Renala habe ich ein bisschen, ich habe so aus Tradition dann immer den Anspruch, komm, wenn wir auf einen Gegner treffen, dann stellen wir uns dem und dann renne ich so lange an, bis ich ihn irgendwie habe. Und das ist aber auch total die dumme Idee, wenn man so viele andere Dinge noch entdecken kann. Solange ich das Gefühl habe, ich mache noch Progress und ich bin noch nicht eine Gehirnmüdigkeit, die dazu führt, dass ich jetzt immer schlechter werde mit jeder Runde. Gehen wir noch rein und den Lappen müssen wir irgendwann holen, ja? Mhm. Und mir ist völlig bewusst, ich bin ja nicht naiv. Doch, bin ich, aber nicht hier. Der wird natürlich noch eine zweite Phase haben und die wird vermutlich krasser sein und dann dreht er völlig am Rad, aber lass uns erstmal jetzt hier mal Spaß haben. Okay, wieder falsch getimt. Okay, oh, und die gute alte Heilfalle. War dumm, er hat ja schon Eis. Oder? Ja, die letzte ist verzögert. Ja, Mist und dumm. Naja, die Heilfalle erreicht leider. Ja, okay. Das war der Fehler gerade. Die Heilfalle. Und er war schon eisig, meine ich. Also ich hätte mir die zweite Eisklinge sparen können. Das,
Also, dass er so früh diesen Firlefanz aufführt, ist wirklich frech. Aber ich finde das eigentlich gut, dass er das macht, weil es gibt mir die Möglichkeit, irgendeinen Weg zu suchen, wie ich quasi das kontern kann. Also, er geht dann in die Luft, dann macht er diesen X-Schlag. Dann knallt er auf den Boden und dann hat er noch diese Feuersbrunst. Also, das ist nicht so einfach. Ja, wir lernen einfach noch ein bisschen. Wir sind in der Lernphase. Das ist ja einfach lächerlich. Alter, du dummer Sack, ey. Das ist ja so frech. Ich muss irgendwie hinter ihn kommen, aber ich befürchte, der kann sich in der Luft auch drehen. Der ist zu beweglich. Was mache ich denn am besten? Warte mal. Also, er ist in der Luft. Und dann darf man halt nicht panisch werden. Man muss... Also er geht hoch, dann dreht er völlig am Rad, dann macht er diese Tschu-Tschu. Und dann macht er noch so einen Homing-Bauchklatscher. Also ich befürchte, dass er mich verfolgt. Also ich glaube nicht, dass er einfach im selben Winkel immer runterknallt, sodass ich quasi sozusagen unter ihm durchlaufen kann. Benutzt doch die Bluthundschriftasche. Also möglicherweise ist der Blattbild gegen den auch super. Aber das Eisding ist ja auch nicht schlecht zum Dodgen. Break Damage ist gut gegen den, gar nicht erst ihn angreifen lassen. Das geht. Ja, das Ding ist, ich muss da erstmal den Überblick behalten, ne? Ja, war so, okay. Genau, der ist auch so fies. Ah, fuck! Ah, fuck. Ja, die Heilfalle. Ja, das war die. Hast du die Rückhandklingen? Meinst du die von Relana? Wie lange ist es her? Du meinst die von Relana, ne? Wo sind sie? Oder sind die, heißen die Zwillings... Ne, die heißen Zwillingsklingen. Habe ich die Rückhandklingen? Weiß ich gar nicht genau. Aber die kann ich auch in dem Bild noch nicht machen. Könntest du dich vom Kampf noch buffen mit Golden Vow auf einem Dagger? Okay.
okay, das ist arschgesichtig. Aber okay, wir haben zum ersten Mal diese Attacke halbwegs unbeschadet überstanden. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach nach hinten gerollt. Auf irgendeinen Dagger die goldene Wauasche packen, Form rein gegen Usen, Extra Damage und Defense. Ach was. Das ist ja eine... Okay, warte. Können wir mal gucken. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Sowas geht? Müsste ein Dagger nicht eigentlich ganz vorne sein? Das ist ein Fleischermesser. Warum haben wir denn hier überhaupt Dagger? Da, das zum Beispiel. Da sind die Dagger. Doch ganz oben. Kristallmesser. Aber das ist ja auch egal welcher, ne? Löst Blutverlust aus. Also einfach so ein Stinkedolch hier, ne? Okay, warte, dann... Ich probiere das mal. Wir gehen mal auf... Zack. Ich weiß aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob ich den überhaupt habe. Diese Asche. Wie heißt die? Die heißt... Ist das Goldener Schlag? Nee. Oh, aber das ist ja... Klingt auch sehr geil. Oh, sowas wäre auch eine gute... Ein guter Konter, wenn er in die Luft steigt, oder? Goldenes Schwert heißt es auf Deutsch. Habe ich vielleicht gar nicht. Doch, warte mal. Habt ihr gesagt? Goldener Schwur. Ach, goldener Schwur, nicht goldener Schlag. Ja, habe ich das gar nicht. Schade. Aber... Sowas, ne? Also jetzt nicht unbedingt mit dem Dolch, aber wenn er, sobald er in die Luft geht, ist eigentlich ein geiler Konter. Der ist in Limgrave zu finden, bekam man recht früh. Okay, ja, wir können ja alles noch nachholen. Ich muss sagen, ich habe Elden Ring, das Hauptspiel, nahezu blind gespielt, habe mir da wenig helfen lassen. Und deswegen habe ich auch viele Sachen einfach nicht. Echo 8's Dancing Blade ist wie immer OP, habe ich damit geschafft.
Also ich mache verdammt wenig Damage. Hallo Mahanalu. Mein Shadow Level ist 6. 6. Ich denke, wenn er den Eis-Debuff aktiv resettet, könnte der DPS reichen. Dann noch dodgen wie ein junger Gott und ab dafür. Also wir gehen jetzt noch ein, zwei Mal rein, dann beenden wir hier mal die YouTube-Folge, machen eine neue Folge und dann laufen wir noch ein bisschen rum und erkunden. Wir haben noch so viel nicht gesehen. Okay, das war schon richtig kacke. Okay, das zählt nicht. Man kann aber auch einige Schläge austänzeln. Da traue ich mich gar nicht, das auszuprobieren, aber manchmal merkt man das. Es gibt so Gegner, die verfolgen einen mit ihrem Angriff. Da muss man rollen, weil die einfach in der Lage sind, ihren Speer unter völliger Missachtung jeglicher Physik einfach so zu drehen, dass sie dich treffen, egal wo du bist. Aber bei ihm zum Beispiel gerade bin ich einmal nicht gerollt und ich bin nur ein Stück nach links und dann geht der Schlag ins Leere. Und da kann man natürlich Ausdauer sparen und eventuell auch noch ein weiteres Angriffsfenster nutzen, weil man nicht erst noch rollen muss, aufstehen und dann schlagen. Das muss ich eigentlich auch noch mal ein bisschen probieren hier. Meine ich. Ja, okay, der nicht, der war scheiße. Okay, aber da kann man ganz gut wegrollen. Ah, fuck. Dieser Schaschlik-Griff. Da hält er dann so die Hand raus und... Was war bisher dein bester Versuch? Also ich bin ja ehrlich gesagt erst seit 20 Minuten hier drin oder so. Deswegen noch, es gab keinen wirklich guten Versuch. Man muss es einfach eingestehen, der ist gerade noch zu krass für mich. Aber lernen macht ja auch Bock. Also. Es ist völlig klar, wir können den jetzt nicht legen. Wir machen noch einen letzten Try für die Folge. Dann machen wir kurzes YouTube-Pause, also einmal neue Folge starten und dann machen wir nochmal was anderes. So, letzter Versuch für heute gegen den.
das war schon wieder ein denkbar schlechter Einstieg. Ja, okay, das zählt nicht. Ich bin der Meinung, das sollte nicht zählen jetzt als Versuch, aber... Der zählte nicht. Habe ich ja angesagt. Das wird jetzt der letzte Try. Dann folgen Pause. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben den jetzt ein bisschen ausgeguckt. Also wir haben jetzt ja Erfahrung gesammelt, die sind, wenn wir dann wieder herkommen, sind die natürlich Gold wert. Also wir haben so viele Sachen noch zu erkunden hier, die offen sind. Okay, zu früh und... Okay, das ist eigentlich schon vorbei jetzt. Das war dumm. Okay, da war ich nicht schnell. Da muss man einfach nur... Der ist nicht so schwer. Man muss eigentlich nur nach hinten rollen. Der sieht halt so Effekt... Also der sieht krass aus. Der hat so viele Effekte einfach, dass man sehr schnell überladen ist visuell. Aber der ist doch nicht so schlimm. So, allerletzter. Allerletzter. Gespielt. Immer das Gleiche. Es ist immer der. Nein! Ah! In the embrace of Mesmer's flame. Ah! Der war nicht so schlecht, ne? Wollen wir noch einen allerletzten Try machen? Ah, das ist auch wieder so ein konzentrationsintensives Erlebnis hier gegen den Typ.
Aber komm, wir machen noch ein bisschen. Wir haben ja Spaß gerade. Wir müssen uns gar nicht unter Druck setzen lassen. Wir haben ja gerade Spaß. Okay, da bin ich nicht rechtzeitig weggekommen. Das ist ärgerlich. Ja, dumm Fehler. Fehler. Okay, das ist eine dumme Idee. Dumme Idee, in der Ecke mit ihm zu sein. Merke, dumme Idee. Oh nein, ich wollte ihn hauen. Das hat mich aus dem geheilt. Sehen will, wenn man spielt. Ah, okay. Warte. Shadow of death in the embrace of Mesmer's flame. Okay, das ist natürlich jetzt ultra gefährlich. Ah, die muss man mal hier so. Oh, die diese Kabelhochzeit. Kennt ihr das auch? Wenn ihr mehr als ein Kabel habt, ist es unmöglich, die Kabel daran zu hindern, sich ineinander zu verknoten. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Was ist los? So, das zählte nicht, weil das war so ein Battery-Low-Moment. Und ich bin überhaupt kein Fan von Battery-Low-Momenten. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten noch einen Versuch machen, oder? Nils hat doch gesagt, nicht 5 Stunden, sagt Annette. Ja, ihr habt recht. Ihr habt völlig recht. Du tanzt wie eine Gazelle, ja. Wir werden nicht 5 Stunden dieses jetzt. Wir machen noch andere Sachen. Aber so noch habe ich. Ich bin ja gut gelaunt. Ich bin ja nicht jetzt. Ich bin ja nicht sauer oder genervt oder verzweifelt. Lang gedauert.
of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Versuch mal den geladenen R2, wenn du ein Fenster findest. Ja, vielleicht finde ich da sogar ein Fenster. Zwackelmann hat ihn 30 Sekunden gelegt. Hast du das Wurfmesser schon? Das mit Feuer, um zwischendurch das Eis zu resetten, wäre eine Idee. Ja, man kann. Also, man kann ja auch dann immer switchen, ne? Also, wenn er Eis. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das. Ich könnte ja auch jetzt zum Beispiel das Blutding. Welches ist eigentlich besser? Ich glaube. Wir könnten ja auch immer switchen, ne? Ich glaube, das blutige Uchi-Katana ist besser, ne? So, dann können wir immer switchen zwischen. Kannst du mir jetzt hier. Ja. Also, wenn er quasi Eis hat, sobald ich ihn geeist habe, wechsle ich auf Blut. So. Und hin und her. Kann man ja auch machen. Ist natürlich hat eine gewisse. Probier mal was. Okay, das war einfach wieder komplett dumm. Jetzt kann ich eigentlich wieder rausgehen. So, das zählt jetzt. In the embrace. Habe ich eine Fat Roll? Daran hat es gelegen. You have been fat rolled. I've been fat rolled. Okay, pass auf. Ey. Wir machen gleich was anderes, ne? Wir verharren hier nicht Ewigkeiten. Keine Sorge. Das ist keine Renala. Aber ich habe im Gegensatz zu Renala zu Beginn das Gefühl. Wir kommen so Stück für Stück voran. Und sobald ich merke, meine Konzentration lässt nach, um diesen sehr intensiven Tanz fortzuführen und wir werden eher schlechter als besser, sofort höre ich auf und wir galoppieren hier weiter. Denn es gibt sowohl im Schloss, meine ich, als auch außerhalb des Schlosses allein ja hier schon noch unterschiedliche Gegenden, die wir noch nicht bereist haben. Und das machen wir alles. Es wird keine Frustphase geben. Aber. Gib mir noch ein, zwei Momente. Das Ding wiegt 8,2. Boah, okay. Fuck. Turbo Schwanen. Real Goody TV. Herzlichen Dank für den Support. Also, wir kriegen hier. Ich muss mal. Ich befürchte, ich muss andere. So, das Ding wiegt 8,2. Das hat ja noch eine gute Feuerresistenz. Das wiegt 7,2. 8,0 ist auch mega schwer. Vielleicht dann doch das. Nehmen wir den verbannten Ritter mal. Das wäre immer noch fett, aber dann muss ich leider, befürchte ich. Immer noch nicht. Ich kann jetzt überhaupt nicht rechnen. Warte mal, was können wir denn noch rauspacken? Ah, okay, das geht ja dann noch recht schnell. Nehmen wir die. Schmeiß die Uschi raus zwischen zwei Waffen. In diesem Kampf ist doch viel zu kompliziert, sagt EH. Ja. Das kann sein, dass das so ist, wie du sagst. Aber das kann auch sein, dass es nicht so ist, wie du sagst.
Probier's mal. Eine Fat Roll oder was? Was mache ich denn? Ich habe mich verdrückt. No way, ich habe mich verdrückt. Aber, also jetzt habe ich ein bisschen gefremdelt natürlich mit dem Switchen der Waffen, aber ich glaube, dass das eigentlich eine ganz gute Taktik ist. Das ist ja auch das, was ich gegen Renala dann gemacht habe, was Coach, aber warte mal, bin ich irgendwie, liegt das an der Rüstung? Dass der einfach so, der wirkt fettig, aber der ist gar nicht fettig. Nee, das war schlechtes Timing. Relana heißt sie. So, aber ich finde, wir haben jetzt... ich habe ihn nur 2-3 Mal getroffen und er hat sehr viel mehr Schaden genommen. Also ich glaube, wenn man das gut macht, und da steht und fällt mit gut machen, und das sind verdammt viele Fingerschritte, so Waffen wechseln, und ich muss ja auch die immer dann noch zweihändig nehmen, bei dem Blutding ist es egal, bei dem Katana, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, wenn ich ihm direkt Eis gebe, dann muss ich schnell wechseln. Und das ist das Problem hier. Das ist das Problem. Weil ich kann natürlich leider. Okay. Da muss ich einfach ein bisschen fingerfertig sein. Wenn du jetzt noch Feuerschaden nach dem Frost machst, kannst du direkt wieder 9 Frost pocken. Aber ist. Ja. Also du meinst quasi so einen Feuerkatana machen. Wenn du das erste Schwert nur für Eistrigger nutzen willst, nimm eine Waffe, die du einhändig führen kannst. Oder Gift, ja. Vielleicht ist Gift besser. Könntest du nicht eine Waffe in die linke und eine in die rechte Hand? Das ist... Okay, kann man? Wenn ich jetzt das andere Schwert da reinpacke. Das ist genau das, was ich machen will. Ich will nämlich, dass es eigentlich zweihändig bleibt. Das geht. Aber das wird mir gerade, das wird schon sehr, sehr viel einfacher machen. Warte mal, wenn wir das so um... Warte mal. Und jetzt immer noch, ja genau, pass auf, aber warte mal. Aber mit welcher Taste denn?
wie wechsle ich denn? Warte mal, bin ich gerade bescheuert? Wie kriege ich denn, wenn ich jetzt das Katana zweihändig nehmen will? Das geht doch gar nicht. Dreieck und L1 oder L2. Was mache ich falsch? Ah, okay. Ah, jetzt check ich das. Und jetzt kann ich... Na, jetzt macht er diese Waffe. Dreieck für zweihändig. Okay, das muss ich erstmal checken. Ah, da muss ich ja zweimal drücken, ne? Ja, das ist wahrscheinlich trotzdem noch einfacher. Aber so richtig elegant ist das aber auch nicht, oder? Muss ich auf jeden Fall zweimal drücken. Naja. Man darf nur nicht außer Acht lassen, dass das Limit, welches erreicht werden muss, um wieder Frost auszulösen, nach jedem Proc-Reset steigt. 30 Sekunden lang 20% mehr Schaden zu verursachen, ist da in meinen Augen sinniger, als wieder auf Frost-Proc zu setzen, um nochmal 7% der Max-HP abzuziehen. Frost Uchi-Katana und Feuer Groß-Katana. Kann man auch machen. Oder... Nee, das Ding macht einfach mehr Schaden so. Klar, ich könnte natürlich jetzt auch... umskillen. Feuer gegen Feuerboss hört sich gut an. Nee, die Idee ist daran, dass man das Frost resettet. So, das ist so die Grundidee. Einfach Frost procken und normalen Blut Damage ist auch gut. Wisst ihr was? Ich versuche das jetzt mal mit dem Cut. So. Mache ich jetzt. Jetzt mache ich auch wieder Frost. Das heißt, ich muss in jedem Fall zweimal drücken. Dann ist es eigentlich auch egal, wie ich drücke. Oh, okay. Das war da. Ich wollte mir das einmal kurz ins Muskelgedächtnis schaufeln. Nein. Okay, ich probiere es einfach mal. Das wird nicht so einfach werden. Ja, was habe ich gemacht? Oh, warte mal, was habe ich gemacht? Was habe ich in der Hand? Ich habe gar nichts mehr in der Hand. Oh, das ist einfach... Das ist für mein Gehirn gerade richtig schwierig, zwischen den Waffen zu wechseln. Aber das Frosting gefällt mir schon. Meint ihr, dass es vielleicht sinniger ist, wenn ich nicht das Großkatana nehme, sondern zwei kleine Katana?
wenn es hauptsächlich darum geht, ich kann ja auch sagen, pass auf, wir gehen jetzt einfach auf das, ich habe da so ein Holy Damage Katana noch. Das hier. Da packe ich jetzt die hier rauf. Frostnebel. Und das machen wir jetzt entweder auf so, wobei das skaliert ja schon. Ah, oh, warte mal. Ja, solide ist auf jeden Fall besser als Standard. Skalieren wir mit Adern auf Geschicklichkeit oder halt eisig, aber wahrscheinlich wieder solide, oder? Was meint ihr? Ich würde mal auf solide gehen. Wenn wir jetzt Nee, das Großkatana muss mal raus. Okay, wow, wait a minute. Da, so rum. Also Bab. Und hier dann das andere. So muss das, glaube ich, gehen. Dann kommt das hin. Hast du eigentlich nicht die Blut- und Okkult-Affinität? Was? Nee. So, zack. Und so, jetzt muss ich immer nur einmal. So, das ist leichter. Und da muss ich auch nicht zweihändig kämpfen. Ich könnte sogar überlegen, noch ein Schild anzulegen. Aber ich will sie ja eh nicht schilden, von daher ist das egal. Aber ich habe natürlich jetzt wieder das Großschwert raus und kann vermutlich jetzt wieder eine bessere Rüstung anlegen. Nach was habe ich das sortiert? Ist die sogar besser in der Schadensresistenz? Okay. Die ist besser halt gegen Feuer. Stichschnitt, na, die Dickmops-Rüstung ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. So, und hier können wir jetzt auch nochmal ein bisschen was verbessern. Eventuell kriege ich auch bessere Stumpen noch. Nee, das nicht. Wir probieren es einfach mal. Und Wir probieren mal ein bisschen rum. Okay, jetzt bin ich richtig drin, aber pass auf. Ich bin jetzt der Vorführeffekt. Ich glaube, habe ich gerade auch so den 3 gegessen? Naja, ich will mal testen, wie der Schadensoutput ist, ne? Ja, ne? Ja. Okay, ich habe jetzt komplett scheiße gespielt. Wir haben ihn relativ weit runter bekommen, dafür, dass ich so komplett kacke gespielt habe, weil ich jetzt erstmal dieses Wechseln wieder ins Gedächtnis bringen muss. Aber ich fand das gar nicht so schlecht. Oder?
Eigentlich okay jetzt. Wir haben vorhin noch nicht einmal die zweite Phase gesehen. Gerade noch ein bisschen zu sehr auf diesem Waffenwechsel hängen geblieben. Das passt mein Timing gerade hier noch überhaupt nicht. Ja, ja, okay, das zählt jetzt gerade mal nicht. In the embrace of Mesmer's flame. Ein Katana mit Eis und eins mit Gift, ja. Also, ich habe jetzt gerade Lust, noch ein bisschen rumzuprobieren. Wir haben ja keinen Stress. Wir können ja gleich noch woanders hin reiten. Da habe ich leider ihn nicht vereist beim ersten Mal, glaube ich. Wollte er nicht weniger stur sein, was anderes machen? Ja, geht gleich los. Das macht aber Spaß gerade. Ich habe Spaß. Okay, ist kein Frust. Es gibt ja so Frustmomente. Jetzt habe ich noch Spaß. Wir machen gleich was anderes. Ja, ganz, alles gut. Verzögerte, ne? Verzögert. Nein. Dummer Fehler. Wollte ich nicht gedrückt. Aber ey. Aber Leute, das ist doch ganz cool. Das funktioniert doch. Das funktioniert doch. Wir sind doch kurz vor Phase 2 und dann weiß ich nicht, was dann passiert, aber ich finde, dass es das Prinzip, was wir jetzt hier haben, was ja dem vom letzten Boss durchaus ähnelt, das ist ja eigentlich ganz geil, oder?
Fehler. Okay, das war blöd. Da habe ich den Wechsel nicht gemacht zwischen Frost und. Okay, machen wir nochmal. Seid ihr noch bei mir oder wollt ihr, dass wir woanders galoppieren? Ich will euch auch nicht nerven. Ich habe ja gesagt, wir machen weiter. Ah, er hat schon Frost. Ist der gar. Na, okay. Grace of God, in the embrace of Mesmer's. Ich wollte schon vor einer Stunde eine YouTube-Pause machen. Okay, wir machen noch zwei, drei Mal. Einmal. Zwei, dreimal. Maximal. Und dann machen wir. Der Mann der leeren Versprechen. Kann das sein, dass ich gerade die Flasche hier nicht gesoffen habe? Ist überhaupt noch vereist? Nee, ne? Ich glaube, er war gar nicht vereist. In the embrace of Mesmer's Flame. Mesmer's Flame. Bald mal Zeit für den First Try. Vielleicht kriegen wir ihn ja gleich nochmal in Phase 2. Das wäre doch ein schöner Erfolg. So, komm. Gleich galoppieren wir wieder durch die Gegend. Timing. Ja, okay. Das war. In the embrace of Mesmer's flame. Er hatte kein Eis, es ist schon Schneeschimmer, wenn er vereist ist. Einmal noch. Okay. Und dann galoppieren wir los. Also dann haben wir aber auch schon viel gelernt. Wir haben viel gelernt. Ich weiß jetzt eine Menge über ihn, was ich vorher nicht wusste. Okay, nee, das zählt nicht, weil ich leider die Balustrade im Rücken hatte und konnte deswegen nicht weggehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieser Wechsel aus Frost und Blut gut ist. Also die Spielraumbegrenzung sollte kein Faktor im Kampf sein, da muss man die Arena größer gestalten. Wenn er so ein armer Lord ist, ist das ja kein fünften Thronsaal, das ist nicht meine Schuld. Okay, warte, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich habe mich aus Versehen verspielt. Ich
Nee, warte ganz kurz. Das war mein Fehler. Weil ich gerade einen Fehler gemacht hatte. Und der hat leider dazu geführt, dass danach noch weitere Fehler kamen. Deswegen ist das jetzt offiziell der letzte Run. Das muss schon auch alles seine Richtigkeit haben. Das war jetzt nicht korrekt. Einfach. Ja, zu früh leider. Genau den wolltest du haben, weiß ich doch. Fuck. Nein. Okay, den vierten habe ich einfach mal ignoriert, weil ich Angst hatte zu sterben. So, okay. Jetzt haben alle, die gesagt haben, Nils, reite weiter, es reicht, haben jetzt recht und werden belohnt mit einem long letzten Try, allerletzter Try. Und dann galoppieren wir weiter. Einmal noch. Ah, der war dumm. Ah, dumm, leider. Okay, gut. Okay. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir kurze kleine Boss. Also ich habe auch Spaß, ne? Ich bin noch komplett hier. Ui, eitel Sonnenschein, alles gut. Aber wir kehren jetzt zurück. Ich bin noch null im Frustbereich und habe das Gefühl, wir lernen den und dieses Ausprobieren und so. Wir hatten ihn jetzt schon mehrfach fast auf 50%. Dann kommt ja in aller Regel noch eine zweite Phase. Wie die aussieht, weiß ich nicht. Bei Renala war das ja so, dass die zweite Phase zwar krasser war, aber sie war vom Bewegungsablauf relativ ähnlich, sodass all das, was wir gelernt hatten in Phase 1, auch anwendbar war in Phase 2. Das hat uns natürlich geholfen. Und wir haben jetzt hier schon 2,5 Stunden eine Folge. Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine YouTube-Pause. Und beim nächsten Mal, das ist mein Versprechen, galoppiere ich jetzt wieder woanders hin. Und wir kommen aber alsbald hier zurück, weil ich bin nicht verzweifelt. Alles ist gut. Und das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.